Ja, Makana, erfolgreiche Tage mit der Nationalmannschaft liegen hinter dir. Genauso erfolgreich soll es mit Holstein in Stuttgart werden. Was habt ihr vor? Ja, am besten natürlich 3 Punkte mitnehmen. Aber wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel werden wird gegen den VfB, eine Mannschaft, die oben angesiedelt ist, die wieder aufsteigen will. Und da wollen wir natürlich gegenhalten. Eine Riesenkulisse wartet auf euch. 50.000 werden erwartet in Stuttgart. Ist das was Besonderes? Macht das Respekt, Angst? Ja, klar, der Respekt ist da, aber wir freuen uns sehr auf das Spiel, vor so einer Kulisse zu spielen. Ich glaube, davon kann nicht jeder sagen, dass er mal vor so einer Kulisse gespielt hat. Und dann wollen wir natürlich ja mit dem nötigen Respekt und unserer nötigen Qualität da ja, die 3 Punkte holen. Das schauen wir uns an. Wir freuen uns. Viel Erfolg in Stuttgart, Makana. Danke.